Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist schon die M. Asam Wundertüte bei mir eingetroffen. Yay! Und sie ist wieder in einem Jutebeutel. Ich freue mich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 34,99 € habe ich dafür bezahlt. Es ging wohl kein Code, wenn man eine Tüte einzeln bestellt hat, oder aber wenn man eine weitere Tüte bestellt hat, also zwei, konnte man mit einem Code drauf sparen. Und ich habe aber nur eine bestellt, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, passt schon. Ich habe dann noch so eine Lidschattenpalette mit dazu bestellt, Wild Wipes Palette. Das ist einmal diese neue, die wollte ich demnächst mal mit euch zusammen austesten, ne? Und dann aber hier halt die Tüte. Und ich bin einfach wie immer sehr gespannt. 5 Produkte haben wir hier immer so drin enthalten. Ich weiß gar nicht, ob online stand, dass es nur Pflegeprodukte sind oder ob da halt auch irgendwelche anderen Produkte mit drin sind. Und die ist auch immer noch verfügbar. Also schaut in der Infobox vorbei. Ich habe euch den Link dazu mal reingesetzt. Und jetzt mache ich hier mal den Jutebeutel auf und greife blind rein. Mal gucken, was ich finde. Okay. Das ist der erste. Das ist das erste Produkt. Ich weiß es nicht. Das ist ein kleines Organza-Säckchen. Da habe ich ein Herz drin. Ist das ein Tannenbaum? Ja, es ist ein Tannenbaumanhänger. Hä? Habe ich noch nie von Asam Beauty oder von dem Asam generell gesehen. Ja, wenn man so roségoldenen Baumschmuck mag. Besser als eine Nagelfeile eigentlich, oder? Ich weiß es selber nicht. Finde ich das schön oder finde ich das zu kitschig? Ich muss noch tief in mich gehen, Leute. Aber Roségold finde ich eigentlich total cool. Aber ich glaube, mein Freund wird das nicht so hart feiern. Wobei der den Tannenbaum auch immer relativ... Der haut da schon ziemlich auf die... Also der gibt Kapitis, ne? Das ist schon sehr kitschig. Und da kann ich mir vorstellen, dass es gut aussehen könnte. Mal gucken, ob ich die dieses Jahr mit an den Tannenbaum dran kriege. Ansonsten kommt die mal irgendwie in einen Adventskalender rein. Dann habe ich hier Magic Finish Volume and Repair Lip Balm. 3,3 Gramm in der Farbe Berry Red. Ein Lippenbalsam in Rot, in Beerenrot. Gucken wir mal. Da ist jetzt keine Folie drumherum. Vielleicht ist es eine Retoure oder eine beschädigte Umverpackung gewesen. Ach, die Dinger sind das. Ja, die haben auch so einen Hauch von Farbe immer mit dabei. Schön. Der riecht auch noch gut. Also dem geht es, glaube ich, auch noch gut. Riecht beerig. Sehr angenehm. Ich will da am liebsten reinbeißen. Nee, das finde ich cool. Der ist auch so ein bisschen weiter raus. Vielleicht ist es wirklich einfach so eine B-Waren-Geschichte oder so. Kann ich auf jeden Fall. Also finde ich gut. Ne? Ja. Weihnachten steht vor der Tür, Leute. Dann sollte man sich das angucken. Dann habe ich hier noch was weiteres in dem Beutelchen drin. Und meistens zählen die Produkte, die in diesen Organza-Säckchen sind, als ein Produkt. Das ist ein Reinigungspad. Und zwar ein riesiges von Asam Beauty. Oh, sowas mag ich. Hallo. Ich habe echt gestern meine Fingernägel geschnitten. Wow, ist das riesig. Cool. Damit kann man sein Gesicht richtig toll reinigen. Hier kannst du deine Finger so reinmachen. Ne? Ist übrigens keine Kooperation oder so. Ich habe zwar einen Affiliate-Link, weil ich über dieses Affiliate-Netzwerk mich mal angemeldet habe. Aber ne, Asam weiß nicht, dass das jetzt eine Bestellung für YouTube ist, denn ich habe ja auch einen privaten Account da. Und das finde ich auf jeden Fall richtig schön. Erinnert mich so ein bisschen an Hausschuhe. Ich glaube, ich brauche solche Puschen auch mal wieder, ne? Die sind so gemütlich. Ach, cool. Ja, das ist eine schöne Sache hier. Okay, wir gucken mal weiter. Hier habe ich was Großes. Und zwar ist es von Ahuhu, der Shine Conditioner Hyaluron. Natürlicher Glanz, sagte sie und ging in ihre Haare, ne? So schaut es aus. Eine Originalgröße mit 200 Millilitern. Schön. Also, ne? Ich mag die Ahuhu Haarprodukte auf jeden Fall. Sind nicht vergleichbar mit denen von Kaimana, keine Frage, aber kann man gut verwenden. Ne? Das gibt halt auch Feuchtigkeit, das nährt halt jetzt nicht so mega krass doll, aber es ist ein sehr schöner Conditioner, muss ich wirklich sagen. Ich habe da auch, glaube ich, die Koffein, die Keratin, irgendeine Reihe mit K habe ich da auf jeden Fall, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich will immer hier reinlinsen, ne? Oi, okay, viele werden sich sicherlich darüber freuen. Also wir haben ja alle unterschiedliche Inhalte. Schreibt mir gerne mal euren Inhalt, was ihr in eurer Asam Wundertüte hattet, sofern ihr sie schon bekommen habt, in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und ich werde auch auf jeden Fall noch bei meinen Kolleginnen vorbeischauen. Ich weiß nicht, wer von den Trashy-Mädels sich das gekauft hat. Es wurde auf jeden Fall ein Link gepostet und alle haben zugeschlagen, das weiß ich. Lovely Chai, ein Duschschaum, auch eine Originalgröße. Ich habe echt so eine Geschichte mit denen im Asam Duschschäumen. Ich hatte mal einen Blossoming irgendwas, den fand ich ganz schlimm. Anscheinend ist nichts für mich.
Das ist mir zu würzig. Also der ist halt volle Elle Winter, ne? Also ich finde, Chai riecht volle Elle nach Zimt und nach diesem Kurkuma und so, ne? Das kann man sehr gut gebrauchen, wenn man halt diesen Vibe unter der Dusche haben möchte und sich mental und körperlich im wahrsten Sinne des Wortes auf Weihnachten vorbereiten möchte. Aber für mich ist das nichts. Ich bin wirklich, ich trinke auch nicht so gerne Chai. Muss ich, nee. Also ich bin dann eher so die Kaffeetante. Also Kaffee würde ich tatsächlich sogar als Duft nehmen, hatte ich auch schon mal. Oder ja, halt so fruchtige Sachen, süße Sachen. Jetzt gerade habe ich, glaube ich, was mit Bubblegum unter der Dusche stehen. Wie gesagt, ich habe schon wieder fast reingelinst, ne? Okay, 1, 2, Tütchen 3. Holla die Waldfee. Okay, das ist eine Limited Edition von dem... oh nein, wie toll. Ja, okay. Im Asa Magic Finish, das ist das Make-up und zwar mit Lichtschutzfaktor 30. Ja, mit 30 Milliliter drin. Das ist meine Farbe, Leute. Das ist Porcelain Tint. Das finde ich klasse. In meinem Project Pen habe ich mal eine kleine Größe davon aufgebraucht und mir die dann in groß nachgekauft. Ich Vogel. Ich hätte warten sollen, ne? Aber Claudi kann nicht warten. Claudi ist ein, ja, wie soll man das sagen? Ich habe keine Geduld. Oh, aber wie schön ist dieser Deckel. Guck mal, das blinkt und blitzt. Voll toll. Also wirklich eine schöne Sache. Ist für manche vielleicht jetzt im Sommer ein bisschen zu schwer, ne? Weil das ja auch diese sehr schwere Konsistenz hat. Aber es ist toll. Ich freue mich, denn ich beschwere mich sonst immer, dass es halt nicht meine Farbe ist, ne? Und das ist so schön glitzernd. Packe ich mir das wirklich in Backup? Ich muss mal gucken, denn ich habe ja wirklich noch einen riesen Oschi davon da. Okay, das waren dann jetzt quasi, ja eigentlich mehr als 4 Produkte, aber jetzt habe ich quasi das 5. Produkt. Und da habe ich von dem Asam das Retinol Intense Youth Concentrate mit sagen und schreiben 50 Millilitern. Das ist der Wahnsinn. Retinol verwende ich halt super gerne im Winter. Also ab Oktober wird das wieder bei mir in Einsatz kommen. Ich hatte, glaube ich, auch mal das Retinol von dem Asam da in einer kleinen Größe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das vertragen habe oder nicht. Müsste ich mal wieder ausprobieren. Aber für ausprobieren ist 50 Milliliter schon eine riesige Geschichte, ne? Wir gucken mal. Also krass. Und dann habe ich hier noch mein Beutelchen, was ich halt immer wieder gut verwenden kann für Hauspost hier. Also wenn ich sowas von hier in mein Lager bringe oder von oben nach unten, hin und her, ständig im Einsatz. Also irgendwie ist mein Highlight dieser Tannenbaumanhänger, Entschuldigung. Nein, aber mein richtiger, realistischer Highlight ist, mein realistisches Highlight ist hier dieses Porcelain Tint auf jeden Fall. Aber echt, das ist halt auch ein Traum, ne? Ich finde schon, dass diese Box gelungen ist, also das, oder die Tüte, ne? Und für 34,99, das kostet ja eigentlich schon dieses Ding, glaube ich, ne? Oder 24,99, ich habe euch die Preise eingeblendet, ist das schon schön. Und ich finde auch dieses Mal haben die auch eine gute Kombination gemacht. Jedenfalls in meiner Tüte habe ich ja was für die Haare, ich habe was für den Körper, ich habe was fürs Gesicht, ich habe dekorative Kosmetik, ich habe Baumschmuck, ich habe ein Tool. Das ist schon geil. Ne, ihr Lieben. Wie gesagt, schreibt gerne eure Inhalte in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und der Link ist in der Infobox. Wenn es dir hier gefallen hat, für ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.